Der schönste Teil der Planung ist die Vorbereitung des Kinderzimmers. Aber mal abgesehen von den liebevollen Details der Dekoration und natürlich einem Bettchen, gibt es noch ein paar weitere praktische Dinge, die Sie bestimmt brauchen werden. Wickeldecken. Die Welt hier draußen kann für ein Neugeborenes schon sehr überwältigend sein. Ihr Baby gut zu wickeln, hilft ihm, sich sicher und geborgen zu fühlen. Fast so wie in Mamis Bauch. Ein paar gute Wickeldecken sind also eine gute Investition. Kleidung. Säuglinge brauchen anfangs nicht so viel, aber sie müssen mehrmals am Tag umgezogen werden. Sorgen Sie mit 10 bis 12 Stramplern vor, um nicht gleich am ersten Tag Wäsche machen zu müssen. Windeln. Ein Wickeltisch ist der sicherste Platz, um Ihr Baby zu wickeln. Und dazu bietet er meist Stauraum für Windeln und Feuchttücher. Zu Hause sollten Sie schon mal ein paar Packungen Windeln für Neugeborene haben. Außerdem schadet es nicht, auch schon die nächste Größe vorrätig zu haben. Babys wachsen schnell. Feuchttücher. Ich mag Feuchttücher, die sanft zur Haut sind. Ich benutze sie beim Windeln wechseln und um kleine Unglücke aufzuwischen. Ein gutes Thermometer. Außerdem ist es eine gute Idee, sich zu informieren, wie man mit Fieber umgeht. Badezeit. Sie brauchen 2 bis 3 Waschlappen und Babyhandtücher. Am Anfang reicht ein Waschlappenbad. Später sollten Sie eine Babywanne oder eine Badematte kaufen, damit während des Badens nichts passiert. Außerhalb des Kinderzimmers brauchen Sie einen sicheren Platz, um Ihr Baby abzusetzen, wie zum Beispiel eine Schaukelwippe. Außerdem empfehle ich 1 oder 2 weiche Spielzeuge in knalligen Farben, um die Aufmerksamkeit Ihres Babys zu erregen. Wir hatten auch eine Babyspieldecke, die liebte er besonders.